Heute möchte ich euch erklären, wie ihr mit relativ wenig Aufwand und vor allem mit wenig Geldeinsatz eure Immobilie besser dastehen lassen und somit einen besseren Verkaufspreis erzielen könnt. Moin Leute, Felix Weiß hier von Jürgen Weiß Immobilien. Schaut erstmal, ob ihr defekte Stellen eventuell ausbessern könnt, im Innenbereich, aber auch im Außenbereich. Und guckt euch die Wände und die Decken an. Müssen die vielleicht neu gestrichen werden oder wurde das erst vor ein oder zwei Jahren gemacht? Wenn es 20 und auch 30 Jahre her ist, sollte man darüber nachdenken, ob es vielleicht Sinn macht. Dann, wenn ihr so einen richtig schönen alten Holzboden habt, schaut, ob der noch abgeschliffen werden kann. Sieht komplett anders aus und ist sehr, sehr nachgefragt. Dann säubert eure Immobilie mal von Grund auf, schaltet vielleicht sogar eine Firma ein, dass bis zu den Fugen im Badezimmer alles auf Hochglanz gebracht wird, soweit es denn möglich ist. Und dann im Außenbereich auch häufig unterschätzt. Man denkt, ich wohne ja sowieso nicht mehr lange hier. Gebt euch Mühe, zumindest den Rasen zu mähen, das Unkraut nochmal zu zupfen, weil das ist oft der erste Eindruck, wenn man ein Grundstück betritt. Ich hoffe, das hilft euch beim Verkauf und vor allem bei der Wertsteigerung ohne viel Kapitaleinsatz. Schreibt mir gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Video.